Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Formel 1, heute beim großen Preis von Russland mit dem Qualifying und wir werden heute mit einer etwas leichteren Stufe unterwegs sein, nämlich mit 100, denn wir haben in den letzten Malen beobachten können, dass die KI plötzlich, bam, einfach mal eine halbe Sekunde auf Knopfdruck mehr rausholen konnte und das bis hin zu einer Sekunde oder gar anderthalb Sekunden in einzelnen Fällen. Und das eigentlich immer, während wir gerade mal nicht hingeguckt haben. Und wir versuchen einfach mal diese unfassbar starke Qualifying Pace, ob es jetzt ein Bug ist oder nicht, ist ja mal dahingestellt, zu kompensieren, indem wir einfach mal 5% runtergehen. 5 Stufen klingt so hart, weil das klingt so ein bisschen, als würdest du von FIFA auf von Weltklasse auf Amateur schalten. Nee, wir werden 5% runtergehen hier zumindest mal fürs Qualifying und werden versuchen, ein bisschen nach vorne zu kommen. Dieses Qualifying wird kein Kinderspiel, aber versuch es einfach. Um zumindest mal ein wenig Spannung hier zu haben. So, wir sind letztes Mal mit 1-1 Flügeln gefahren im Training, um hier auf der Geraden möglichst flott unterwegs zu sein. Das hat nicht viel gebracht. Wir sind nicht aus dem ersten, nicht aufs erste Ziel hinausgekommen. Und jetzt versuchen wir wenigstens unser persönliches erstes Ziel, was auch eigentlich das Trainingsziel war, nämlich P19 mindestens zu erreichen, zu knacken. So, let's go. Ich fühle mich bereit und hoffe mal, dass dieses Fahrzeug uns heute nicht enttäuschen wird. Komm schon, mein Lenkrad gerade nochmal lieblich angeklopft und schauen wir mal, wie es hier läuft. So, wer fährt eigentlich hinter uns? Den lassen wir mal vorbei gerade. Ja, ist ein Renault, der wird ein bisschen schneller sein, denke ich mal. So, maximale Pace. Wir haben auf jeder Motorenkomponente ein paar Prozentchen drauf. Insofern schauen wir mal, wie das hier aussieht mit dem etwaigen Leistungsverlust auf der Geraden dürfte man das, wobei wir haben ein neues Benzingemisch, eventuell beobachten können. Mal gucken. Muss gerade Danny Ricciardo als erstes eine Zeit absetzen. Kann man sich ja mit gar nichts mehr vergleichen. Egal, die erste Runde ist eh nicht so schnell, aber man merkt, das Auto ist auf der Geraden schon ein bisschen besser. Stufe 4 bringt's. So, 39,4, das geht nochmal deutlich schneller. Das war schon im dritten Training. Da waren wir schon mal drüber hinaus. 39,0 ohne die maximale Stufe. So, und sorry, eine Sache muss ich ganz kurz noch ändern. Ist mir gerade aufgefallen. Bei der Bildschirmanzeige wollte ich ja das Delta noch umstellen. Genau. So, denn das hatte ich für Monaco aus. Im Training habe ich erzählt, warum. Schade, der Drift, der Powerslide, der hat ein bisschen Zeit gekostet insgesamt. Ich habe aber das Gefühl, dass die Strecke ein bisschen weniger Grip hat. Kommt viel leichter ins Rutschen, obwohl wir jetzt ein bisschen mehr Flügel haben als noch am Ende des dritten Trainings. Fahrer vor mir. Ericsson vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,39,0.
Das war am Ende nicht gut. Das war am Ende gar nicht gut. Das war ein kontrollierterer Power Slide. Sagt er mir doch nicht ehrlich auf einer schnellen Runde, oder? Ach, Jeff, oh Jeff, oh Jeff, ey, du musst echt noch ordentlich dazulernen für den Renningenieur. Kann mir durch einfach mitten in der Runde sagen, ey, Digga, uns geht der Sprit aus. Ja, tut mir leid. Das ist halt gerade mal das Qualifying und wenn du leicht bist, bist du eben auch mal schnell. Jeff, jetzt mal im Ernst. So viel müsstest du doch eigentlich wissen. Ist er das? Keine Ahnung. Halt dein Tablet und sei leise. So. Lass uns einfach in Ruhe unseren Job machen. So. Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich hoffe mal, dass die Strecke ein bisschen schneller wird im Laufe des Qualifyings. Jeff, sei leise. Bestätige. Ja, bestätige, sehr gut. Status-Team, Kollege. Tut uns leid, aber diese Informationen können wir dir gerade nicht geben. Ach, ist doch keine Runde gefahren, okay. Das ist so eine Strecke, wo Sauber durchaus schneller sein könnte. Schon mal besser aus der letzten Kurve rausgekommen. Direkt mal eine halbe Zehntel hier für die Gerade mitgenommen. Bisschen zu spät das DRS geöffnet. Ich sehe da gar nicht den Scheitel. Was ist mit der Sonne los? Ich habe nichts gesehen. Massa langsamer, okay. Hat wahrscheinlich gecuttet in seiner Runde. Auch was Neues in F1 2017. Okay, ich habe den Scheitel komplett verpasst. War aber richtig schnell anscheinend. Jawohl, 38,3. Das war eine ganz gute Zeit, aber da steckt ja noch richtig viel drin. Die eine Kurve, wo ich den Scheitel nicht sehen konnte, wegen dieser Sonne hier, da war noch ein bisschen Zeit drin. Ja, aber hier nicht mehr. So, Moment. Nicht in dieser Runde, jetzt aber vielleicht. Kommt schon, das kriegen wir noch hin. Das wird noch eine gute Runde, kommt schon. Eine gute Runde und dann haben wir's. Ich möchte einfach nur mal nicht 20. im Qualifying werden. Deswegen bin ich ja auch gerade so mega hyped und ein bisschen hibbelig tatsächlich. So, wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten verbleiben. Das werden wir sogar mit einem Sprung auf die Strecke hinbekommen. Und wir gucken mal ganz kurz. Alonso ist sogar langsamer gefahren als wir. 6 Zehntel ganze. Okay, das ist sogar fast schon... Also da hätten wir sogar fast auf der normalen Stufe mitgehalten, wenn da am Ende jetzt nicht nochmal 1,5 Sekunden dazukommen.
weil er plötzlich auf der Geraden 50 PS mehr freigeben kann. Für McLaren Honda ist nämlich schon 3 PS Upgrade relativ viel. Das war ja das Neueste, was in Spa kam anscheinend. Das hat laut Alonso 5 PS bringen sollen und oder gebracht und laut... Oh, ich muss mich beeilen hier, ne? Und laut Schätzung von, ich glaube, Automotor Sport bringt es 3 PS. Boah, das war richtig schlecht für den Anfang der Runde. Egal, vielleicht wird da noch was draus. Haben wir ein bisschen Windschatten wenigstens? Nee, ne? Ja, schon. Doch. Ein bisschen. Schade, 2 Zehntel habe ich da liegen lassen. Ja, wir sind sogar fast so schnell wie Grosjean oder wer auch immer das gerade ist vor uns. Ah, schade. Ja, leider habe ich es in der langen Linkskurve komplett versaut. So, aber jetzt will ich mal super langsam fahren und mal ganz, ganz kurz... Ich check jetzt mal gerade, was für eine Zeit Alonso zum Beispiel gefahren ist. Ich möchte mal sehen, ob er die gleich... Okay, man sieht sie nicht in der aktuellen Runde. Schade. Ja gut, dann fahren wir einfach mal ins Ziel und hoffen, dass wir den 17. Platz mit nach Hause holen können. Tatsächlich, wir bleiben auf der 17. Auf 100 macht die KI zumindest mal keinen großen gravierenden Sprung und schießt dann aber mega schnell vorbei. Ach stimmt, wir haben ganz am Ende die Runde begonnen, ne? Das heißt, alle haben sie schon zu Ende gefahren. Also es hätte auch gar keinen Bug mehr geben können. Oder eine Runde, die danach noch käme. Und Alonso ist 3 Zehntel langsamer. 2,5 Zehntel etwa. Und ich glaube, das ist schon eine recht gute Balance. Ich glaube, 101 oder 102 würde hier perfekt sein einfach. Gut, wobei vielleicht ist auch 105 gut. Nur nicht dann, wenn dann am Ende nochmal irgendwie 1,5 Sekunden kommt als großer Schritt, den die KI nach vorne macht. Denn man kann sich das mal anschauen. Okay, hier ist die Runde einfach... Keine Ahnung, was da passiert ist. Hier gab es einen insgesamt Schritt im Qualifying von 7 Zehnteln fast. Hier gab es einen von 4 Zehnteln. Und man sieht keine Sprünge von 1,5 Sekunden oder so. Ja, also hier wurde es sogar nochmal langsamer zum dritten Lauf hin. Und da ist eigentlich niemand mehr nochmal so deutlich schneller gewesen. Wir waren 7 Zehntel hinter Magnussen und das ist ja schon ganz okay. Und mal schauen, was die KI morgen im Rennen machen wird beim Rennstart. Denn da ist die KI ja schon so ein bisschen in F1 2016 zumindest richtig, richtig wutentbrannt einfach in Kurve 1 durchgeschmettert und hat einfach mal sich gegenseitig komplett abgeschossen. Und ja, wir gucken mal, ob wir davon profitieren können. Das wäre natürlich super. Und ja, wir schaffen es. Mal schauen, wo waren wir schneller? Sektor 1, gut, das heißt, Alonso ist wahrscheinlich mehr Flügel gefahren. In Sektor 2 war er ein bisschen schneller. Das spricht ebenfalls ein bisschen dafür. Wobei, da gibt es natürlich auch die eine lange Gerade, aber auch einige mittelschnelle Kurven. Und in Sektor 3 war er ebenfalls schneller. Und das spricht ganz deutlich dafür, dass er mehr Flügel hatte. Aber auch so ein bisschen dafür, dass ich keinen guten dritten Sektor, glaube ich, gefahren bin. Ja, also das war insgesamt ein spaßiges Qualifying. Ich muss sagen, wenn man nicht hoffnungslos unterlegen ist oder wenn die KI nicht irgendwie am Ende nochmal mega krass super Zeiten rausholt, dann ist es irgendwie schon ganz angenehm hier auch im Qualifying zu fahren. Sogar mit dem McLaren Honda, sogar wenn man sich denkt, hey, warum baue ich nicht doch nochmal neue Motoren oder so ein?
denn es bringt doch eh nichts, wenn ich jetzt mit den, wenn ich jetzt von P17 starte. Wobei, ich nehme das auch mal ganz gerne an. Ich starte jetzt einfach mal von P17. Es ist ein bisschen irrational, die Entscheidung, ich weiß, aber warum nicht? Warum nicht mal von P17 starten und sich mal ein bisschen drüber freuen, dass man nicht aus der absolut letzten Startreihe der Letzte ist, der da gerade losfährt. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Qualifying. Ich glaube, ich war ein bisschen enthusiastischer als sonst und das dürfte auch zeigen, dass wahrscheinlich bei 100% das Qualifying einfach auch ein bisschen mehr Laune macht. Oder sagen wir es mal so, wenn man sich das selbst balanced und vor jedem Qualifying bzw. vor jedem Rennen einfach so ein bisschen anpasst, wo man mithalten kann, dann ist das, glaube ich, schon ein bisschen geiler, als wenn man dann irgendwie versucht, einfach bei derselben Stufe zu sein. Denn das muss man einfach auch ganz klar und deutlich und ehrlich sagen. Hat Codemasters ein bisschen verhauen, das Balancing zwischen Qualifying und Rennen. Denn im Renntrim waren wir bis jetzt sehr oft, ich sag mal, wir waren deutlich näher dran als dann im Qualifying. Ja, Qualifying-Trim, das war schon korrekt so, denn auch in Bahrain beispielsweise, wo wir dann Katastrophenrennen für uns hatten, aus persönlicher Sicht, wären wir nicht, wenn ich da weiter gepusht hätte, 30 Sekunden hinter Alonso gewesen und wir waren, glaube ich, im Qualifying über eine Sekunde entfernt und das Rennen hatte 30 Runden ungefähr, demnach hätten wir, wenn wir genauso den Rückstand hätten im Qualifying wie im Rennen, 30 Sekunden im Rennen Rückstand haben müssen. Da sind übrigens draußen zwischen den beiden Trucks zwei Leute, die da stehen und uns die ganze Zeit angucken. Der eine redet die ganze Zeit und guckt uns an, hat kurz mal rübergeschaut und jetzt guckt uns der andere an. Das macht mir gerade so viel Angst. Schnell mal weggucken. Ja, Leute, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns morgen beim Rennen wieder und dann bei der Grand Prix-Diskussion zu Italien. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.